Hallo meine Freunde und willkommen zu diesem kurzen Update-Video, sage ich mal. Es ist eine neue News rausgekommen von Frontier zu dem Update, was am 17. schon kommt, nicht am 18., wie ich meiner Vermutung vor, war das, nee, das war gestern, gesagt habe. Also es kommt schon in 2 Tagen, aber ich bin mega enttäuscht. Also da steht drin, was dieses Update enthalten soll und das ist lediglich ein Capture-Mode. Ja, die meisten können sich ja sicherlich schon denken, was ein Capture-Mode ist. Das ist einfach ja, ein Modus, wo du dann Fotos gut mitmachen kannst und zum Beispiel die Kamera frei bewegen kannst und sowas. Ich kann euch ja mal eben ganz kurz die Features, die unter die Update-News geschrieben wurden, vorlesen. Da haben wir einmal das User-Interface ausblenden. Das heißt, ich gehe mal kurz hier aus der Fahrt raus. Das heißt hier, diese Menüsachen und sowas kann man ausblenden. Ist für mich jetzt nicht sonderlich spannend. Warum das für mich absolut nicht spannend ist, erzähle ich euch gleich. Aber ich gehe erst weiter auf die Features ein. Dann haben wir ein Time-Control-Modus. Das ist eigentlich ganz cool, weil da kann man dann die Zeit verlangsamen und sowas. Das kann ich mir sogar sehr, sehr cool vorstellen. Dann kann man richtig coole verlangsamte Kill-Animation oder so für Cinematic-Shots für meine Videos, wie zum Beispiel mit dem Tollwut-Virus und so. Das kann ich vielleicht ganz gut gebrauchen. Also so ein bisschen Zeit verlangsamen. Zeit verschnellern geht wahrscheinlich auch. Also ich bin sehr gespannt. Und das letzte Feature ist einfach eine Freeform-Kamera. Das heißt, man kann die Kamera wirklich frei platzieren und hat nicht mehr diese Einschränkung. Ich kann jetzt zum Beispiel hier nicht weiter runter und sowas. Ist für mich aus dem Grund nicht wirklich interessant, weil ich ein Nvidia-Karten-User bin. Und ich kann mir einfach ein Programm runterladen, das heißt Nvidia Ansel. Ihr seht jetzt gerade nicht das Interface hier links, aber ihr seht ja, ich kann hier die Kamera wirklich frei bewegen, wie ich möchte. Ich kann Fotos machen, wie ich möchte. Ich kann in den Himmel fliegen. Ich kann dann auch noch, ich kann noch sämtliche verschiedene Filter und so drauf machen. Das könnt ihr jetzt leider auch nicht sehen, aber das Programm ist schon sehr, sehr nice. Und das ist halt für mich als PC-User mit einer Nvidia-Karte schon so ein Capture-Mode. Deswegen ist dieses Update, auf das wir so lange gewartet haben, für mich persönlich wirklich eine mega Enttäuschung. Ich denke, für die meisten von euch auch. Ach, das ist echt schade. Das Einzige, worauf ich halt sehr interessant oder worauf ich sehr gespannt bin, das ist dieser Time-Control-Modus. Der könnte wirklich was für mich rausreißen. Damit könnte ich bestimmt die ein oder anderen coolen Videos produzieren. Aber für euch persönlich zum Zocken und zum Spielen ist das vielleicht nicht das Beste. Vielleicht für die Konsolenspieler oder für die AMD-User könnte das ganz interessant sein, weil die halt nicht diesen Modus haben. Aber wie gesagt, ich habe ihn bereits. Viele andere haben ihn sicherlich auch hier mit Nvidia Ansel. Und deswegen ist dieses Update leider sehr enttäuschend. Falls euch dieses kurze, knackige Infovideo gefallen hat, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns am 17. probieren dann gemeinsam im Stream oder in einem Video den Kameramod aus. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Euer Dandy. Achso, und bevor ich es vergesse, schreibt mal eure Meinung zu diesem Patch in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, ob ihr enttäuscht seid, ob ihr das cool findet, dass dieser Modus kommt oder. Also schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich werde mir jeden Kommentar durchlesen. Und wenn ihr dann ein Herzchen von mir bekommt, dann wisst ihr, ich habe ihn auch gelesen. Macht's gut.